Name a celebrity everyone finds attractive, but you don't. Kylie Jenner. Ich gestehe, dass ich sie auf eine primitive Art schön finde, aber auf keinen Fall auf eine Art, die mit Anmut und Klasse verbunden ist. Die gemachten Lippen, die gemachte Nase, der gemachte Hintern. All das sind Modeerscheinungen, die bald verfliegen. Genauso wie das Arschgeweih, das mittlerweile jede Oma in Berlin hat. Aber Kylies Körpermodifikationen werfen noch andere Fragen auf. Wenn sie so viel Wert auf äußerliche Künstlichkeit legt, spiegelt sich das vielleicht nicht auch in ihrer Persönlichkeit? Ich weiß es nicht, aber ihr kennt auch diesen Song von Rin, wo er sagt, du bist nicht du selbst, sondern Kardashian 2. Ihre Optik ist mir egal, jeder kann machen, was er möchte. Was ich aber erschreckend finde, ist, selbst die 12-jährigen Schulmädchen, die ich unterrichte, sagen, ja, ich möchte mir bald die Nase operieren und die Lippen machen lassen. Als ich in Italien war, war es so erfrischend, kaum eine operierte Frau zu sehen. Sie spazierten stil- und würdevoll durch die Straßen Roms und trugen ihre Mängel mit Stolz.